Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Infinite World. Und ich muss mich korrigieren, ich habe in der letzten Folge was behauptet, dass ich nicht weiß, woher jetzt hier diese Effekte kommen. Die kommen halt von dem Spawner, ne? Stimmt. Das ist natürlich, ja, das war natürlich nicht ganz so intelligent, ne? Aber okay, gut. Bis mal dahingehend halt auf jeden Fall halt auch Bescheid, ne? So. Okay, gut. So. Dum, di, dum, di, dai. Eieieiei. Wie ich das hier baue, ne? Das müsste ich eigentlich auch nochmal komplett umbauen, ne? Theoretisch. Ich müsste das eigentlich deutlich näher an. Ja, ich müsste das hier deutlich näher hier ranbauen, ne? Vermutlich hier in den, vielleicht in, bis in den Baum hinein sogar, ne? Ja, theoretisch, um dann hier den Berg oder die Bergkulisse trotzdem noch zu erhalten in gewisser Art und Weise. Das ist zumindest so ein bisschen die Zielsetzung halt dahinter, ne? So, okay, gut, wir haben auf jeden Fall, haben wir das hier mit einem Schlüssel. Das bedeutet, wir können hier mal reingehen. So, und packen das einfach mal hier hin. Und dann sind wir hier natürlich gefahren. Oh, ist gesetzt noch ein Löcher. Ja, ja, ich weiß schon. Hier auf jeden Fall mal zu. Wir haben auch gerade nichts damit zu bauen, ne? Hey. So, ein bisschen Marble. Zack. Okay, dann kann der hier nämlich schon mal spawnen, was das Zeug angeht, ne? Und, ja. Ich würde sagen, wir für unseren Teil packen erstmal die wichtigen Sachen hier erstmal hier rein. Also, Pulverized Coal ist schon ein bisschen wichtiger, ne? Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Der Fuel Squads, Sauer Sand können auf jeden Fall ein bisschen wichtiger werden. Ist okay, ja gut, den Rest, das ist eigentlich nicht meines Erachtens bisher so viel, meine Gebräuche noch nicht ganz so wichtig, Blazewood sind auf jeden Fall noch wichtig und dann, es sind halt natürlich leider auch schon die ganzen Kisten hier schon wieder voll, das ist echt ärgerlich, das ging leider nicht, oder? Das konnte man, ich glaube, das konnte man nur schmelzen, also was in die Richtung. Nicht mehr schmelzen geht, dem Scheiße. Das ist ja ein Kack. Na toll. So, Niederwarzen, zack, zack, zack. Ach ja, so, jetzt ist halt natürlich alles voll, 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 voll. Wobei wir könnten, was wir machen können, wir brauchen ja sowieso noch ein paar von den, ja, Enderman, ne? Da war ich hier. Sieht so gut aus, oder? Sehe ich einen? Nee. So, das heißt, wir nehmen hier einfach mal ein bisschen was an Wald noch weg. Und bleiben hier einfach mal und versuchen zu schauen, ob wir hier ein Enderman finden. Ja, hier sieht es bisher noch schlecht aus. Aber wie gesagt, ist ja Nacht. Wir haben ein bisschen Zeit, ne? Alles ist gut. So, dann werden wir versuchen auch nochmal Richtung ME-System nochmal zu gehen, damit auch das nochmal ein bisschen schneller funktioniert, das Ganze. So, das ist vielleicht, vielleicht ist das auch für heute gar nicht mehr so die, ich glaube, das werden wir heute, denke ich mal, noch anfangen, das ME-System. Zack, zack. Schön. Der war auch gerade kein Enderman hier. Schubidubidu. Dubidu. Wir sind halt wirklich gerade keine, oder? Das ist ja eine Scheiße. Das ist schlecht. Ah, hier ist auch nichts. Nur ein paar Zombies. Ich habe halt auch nur noch 6% Jetpack-Energie, ne? Muss man auf jeden Fall noch mit bedenken.
Oh, finde ich nichts, ne? Wenn nichts da ist, kann man nichts farmen, ne? So nach dem Motto. Das ist ja natürlich genial. Packe ich ja noch fest. Ah, ich hab. Ach so, hier oben ist einer. Achso, den sehe ich gar nicht. Na, wo ist er denn jetzt, Alter? Wieder weg oder was? Oh, es hat sogar funktioniert. Oh, cool. Ich habe mal einen Zuschauertipp bekommen, habe ich gar nicht gewusst. Man soll einen Enderman auf die Beine schlagen. Und dann kann er nicht wegteleportieren. Hat zumindest jetzt für in diesem Fall hier auf jeden Fall funktioniert. Bin ich ganz erstaunt. Also, auf jeden Fall nicht schlecht. Wirklich. Auf jeden Fall vielen Dank für den Tipp. Sollte das halt auf jeden Fall irgendwie, ja, wirklich funktionieren. Und jetzt, das war ja jetzt wirklich gerade halt nur ein Test gewesen. Beziehungsweise halt, jetzt in dem Moment hat es auf jeden Fall funktioniert. Also freie Fläche wäre vielleicht besser. Ich glaube, ich sehe einen. Ich brauche ja immerhin noch 6 Stück eigentlich, ne? Da ist einer. Oh, das funktioniert halt echt. Ach, der kann sich halt echt nicht teleportieren. Geil. Ah, das ist ja cool, Alter. Wusste ich halt echt noch nicht. Boah, crazy. Wow. Ja, das flasht mich gerade ein bisschen. Ich habe nur noch 1%, Alter. Ich habe keinen Bock auf Laufen. Ich habe natürlich aber auch keinen Bock auf Abstürzen. Nein, die bleatet. Oh nein, du Sack. Ah, ja, super. So, okay. Gut, wir gehen dann halt einfach mal back. Ich sehe jetzt allerdings auch keinen weiteren Enderman momentan. Ja, müssen das dann halt einfach jetzt aufladen lassen. Haben allerdings halt eh keine. Ja, ein bisschen. Ja, wir könnten halt jetzt ein bisschen von dem. Ja. Ja, gut, zum Glück. Ja, ich habe zum Glück was aufgelassen. Ist okay. Das ist okay. So, dum-dum-dum. So, das heißt, ich packe hier mal das Jetpack rein. Da wird halt nichts reingehen, ne? Weil der natürlich nicht produziert, ne? Ist ja irgendwo halt auch ein Stück weit logisch, ne? So, das heißt, wir können hier mal schauen. Wir hatten, glaube ich, jetzt mittlerweile ein bisschen was bekommen gehabt von Gelorit. Ja, okay. Aber ich hatte ja in erster Linie bin ich ja auch ein bisschen farmen gegangen aufgrund der Tatsache, dass mir ja ein Stück weit die Rohstoffe halt ausgehen, beziehungsweise die Kisten ausgehen. So genau, ich habe hier einfach das hier, das heißt, da können wir auf jeden Fall schon mal was draus machen, was Tolles. Ja, und dann können wir hier auf jeden Fall schon mal schön ein paar 8 Kisten auf jeden Fall erstmal wieder machen. So, das ist natürlich wunderbar. So, das bedeutet auf jeden Fall. Achso, hier haben wir auch noch Kisten. Achso, die habe ich noch gar nicht. Ah, die habe ich gar nicht wahrgenommen, die Kisten. Hey. Okay. Dann ist es ja in Ordnung. Dann habe ich hier auf jeden Fall nochmal was zum Reinpacken. Sulfur, das. Ja. So, ja, ich habe hier die. Achso, man kann auch die Kiste. Hey. Aber man kann auch die Kiste tragen. Okay, das ist durchaus witzig. So, wir haben hier auf jeden Fall, muss ich hier wirklich im Grunde genommen wieder alle Kisten durchsuchen. Das ist natürlich nervig. So, das heißt, wir schauen einfach mal. Wir haben hier Zuckerrohr mittlerweile. Ich habe Zuckerrohr drin. Okay, so, was haben wir hier? Wir haben wieder ein paar Shards, Döns. Das ist alles nicht, was wir brauchen. Ja, hier ein bisschen Tin, ja, das wollten wir auf jeden Fall später noch gebrauchen. Am Granit, Apatit, ja. Hier ist ja auch nur zerres Quarz drin. Aber hier unten war glaube ich noch was anderes, ja. Kupfer war hier noch drin. Okay. Ja. Wie gesagt, hätte ich ein bisschen mehr Energie, ne, wäre ich halt nicht auch ganz so krass da auf diese Rohstoffe angewiesen. Ne, aber gut, jetzt mittlerweile hat sich das schon ein Stück weit
nenne es jetzt einfach mal beruhigt halt, ne? Man halt einfach sagen kann, okay, gut, wir brauchen nicht mehr ganz so viele von denen, nicht mehr ganz so viel Eisen oder sonstiges halt. Ja, aber war da halt am Anfang, da musste ich halt die Kisten halt rum und immer wieder ausleeren, weil mir halt die Rohstoffe gefehlt haben. Ja, und jetzt fehlen mir halt immer noch die Rohstoffe, die jetzt weiter unten kommen. Blackberry. Und das ist natürlich nicht so besonders toll. So, wir haben ein bisschen zwei Obsidian. Hier Lead Ants, okay. Ja, ein bisschen Eisen, Silber. Oh ja, Silber, okay. Bin halt vorwiegend jetzt auf der Suche nach diesem, nach dem Reaktorerz. Jetzt kann ich nicht fragen, wie es heißt. Ich höre da auf jeden Fall eine Enderman gerade. Das ist, klingt gut. Wird aber, glaube ich, auch gerade wieder hell, ne? Ja. Gewalt aber auch gar nichts. Und wo soll der sein? Da hinten steht er. Da kommen wir aber hin, durchaus. Ja, wie gesagt, sind alles Drops, die wir da halt bekommen können. Jetzt glaube ich auch noch ein Mini-Enderman, oder? Beim Neporten tut er sich trotzdem noch. Toll, und jetzt ist er. Wohin ist er jetzt? Jetzt ist er wieder zurück. Na toll. Der Sack. Ah, wow. So, und wo ist er jetzt hin? Weg. Oder was? Aber porten tut er sich trotzdem noch, Alter. Echt gemein. Ah, jetzt ist er komplett weg, oder? Nee, noch ist er da. Okay. Oh, der portet sich. Guck dir an, wo er sich überall hin portet, die Sau. Na, du brauchst halt wirklich. Oh, jetzt hat er sich wieder zurückgeportet. Schon wieder hier hin geportet oder woanders hin, Alter. Das ist ja nicht. Der ist ja gemein, ey. Wie er sich wegportet, ey. Dann legst du mich am Arsch, Alter. Mit Jetpack hätte ich dich bekommen, glaube ich. Naja, leck mich. Ach man, er ist gemein einfach. Er ist richtig gemein. Ich renne dem hier die ganze Zeit hinterher, ne? Und, oh wow. Ist echt böse. Naja. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen das mal so, dass wir jetzt hier einfach mal weggehen. Ja. So, ich habe kein Essen mehr. Das heißt, ich bin jetzt ultra langsam. Ultra langsam. Hier kommen wir wenigstens relativ smooth hoch. Das ist schön. So, das heißt, ich brauche als allererstes erstmal was zu essen. Gut, stimmt, an Hunger hat es eigentlich bisher noch nie wirklich gemangelt. Ne? Also da hatte ich immer bisher relativ viel Glück, was das angeht. Der Tinnerz, zack. Ich könnte allerdings halt als erstes, ja gut, können wir meinetwegen auch so anstoßen. Das ist okay. Haben wir sonst noch irgendwie was? Ne, hier zumindest nicht drin. So, die Kiste ist halt auf jeden Fall auch schon wieder voll, ne? Also ich brauche hier auf jeden Fall auch nochmal eine Kiste, zack. So, dann können wir das hier alles mal einlagern, vernünftig. Dann brauche ich, glaube ich, irgendwo noch eine Enderperle, zack. Oh, 4 Stück mittlerweile. Das ist doch auf jeden Fall schon eine gute Rade. So, Zinnerbarung packen wir hier rein. Okay. So, und dann würde ich sagen, können wir das hier einfach mal rauspacken. Und dann kommt das Yellowreed mal rein. Damit bekommen wir zumindest schon mal wieder ein bisschen Produktion hier rein. Yellowium Dust und den können wir halt auf jeden Fall weiter verarbeiten zu dem hier. Ah doch, ist ja doch durchgegangen. Meinetwegen. Naja, machen. So, dann packen wir hier mal noch den Generator noch mit an. Noch mal 20 RF. Ja. Dass man da zumindest halt noch haben kann. So, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal 7 Yellowium. Zack. Und dann können wir hier da schön was reinpacken. So, dann nehmen wir hier mal das hier noch mit raus. Pyanid. Und dann später noch für die Turbine noch mitgebrauchen. Und benötigen. Jetzt habe ich hier alles gefüllt, ne? Hier oben.
Alles gut gefüllt, das sage ich dir. Okay, Uranium können wir auf jeden Fall mal noch mit durchhämmern hier. Und das hier machen wir hier noch mit dazu. Oh, genau 64 Stück jetzt mittlerweile hier. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Summe. Ne? So, dann packen wir das hier mal mit hier rein. Zack. Das sind hier Niederquarz, das, okay. Hol das. Ja, den nehmen wir mal noch mit raus. Schön, 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 schön. So, dann nehmen wir das hier noch alles. Da haben wir ja sogar schon richtig viele Rohstoffe jetzt hier. Dadurch, dass die Query jetzt erstmal lief. Das ist echt wunderbar. So. Dann wäre es auf jeden Fall gut, wenn wir die Endertruhe halt, ne? Endertruhe. Ja, das sind wir hier, ne? Bei Ender Chest, ne? Also, von Ender Storage, ne? Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall 2 Obsidian, eine Enderperle und 4-mal von diesen Blaze Wards, ne? So, das bedeutet, von dem, was wir aktuell haben, mangelt es uns an Obsidian. Na gut, Wolle, gut, das ist jetzt kein Problem. Und an den Blaze Wards. Das heißt, wir müssten theoretischerweise, müssten wir da oben reingehen und ein bisschen rumfighten. Ja, das heißt, der hier lädt auch gerade erst auf. Ja, hier produziert er. Ja, wird er auch gerade erst hier produziert. Läuft die Query jetzt momentan ein bisschen schneller? Ja, die läuft halt momentan gar nicht. Geht still. Reicht die Solarenergie nicht aus? Zumindest ein bisschen. Ist jetzt 100% sogar. Mhm. 870. 10 Gigabyte groß, die Welt oder was insgesamt. Ja, ja, also der kriegt das komplette Serverpaket eigentlich. Das ist echt viel. Wie viel hier zusammenkommt an Daten. Das ist schon eine ordentliche Summe. Naja gut, wie dem auch sei, wir werden mal die restliche Zeit, wo das Jetpack noch auflädt. Wir können da in der Zwischenzeit nicht wirklich viel machen. Bisschen schade. So, der Vorteil ist hier dran. Achso, hier ist gar nichts dran. Blöd. Aber naja, lässt sich jetzt auf jeden Moment nicht ändern. Zack, zack, zack. Lalalalala. Dum, dum. Der Vorteil ist halt wirklich, du kannst halt theoretisch die ganze Zeit hier rechts klicken, ohne Ende. Ja, und du baust halt hier nichts großartig ab, ne? Und es geht halt eigentlich relativ smooth auch das ganze Zeug durch. Ne? Und da hast du halt eigentlich echt keine kaum Probleme damit. So. Das bauen wir jetzt einfach nur mal ab, weil wir es können. Ne? Ist halt am Anfang ein bisschen wichtiger, ne? Aber später dann halt auch nicht mehr ganz so. Ne? So, hier habe ich zum Beispiel eins wieder auch zu viel abgebaut, gebaut, ne? Aber das ist ja auch alles, was ich kein Problem. Ich habe auch nochmal eins zu viel abgebaut, ne? So, dann schauen wir mal. Weizen, ja, okay. Ja, sehr gut, das brauchen wir ja nicht. So, dann machen wir mal den Move und den Move und den Move. So, dann sind wir bei 24 Broten und die können wir hier einfach mal ganz gechillt hier in den Ofen reinpacken. Da kommen wir auf jeden Fall schön viel Toasty Toast. Tasty Toast. Ja, und das reicht dann halt auch meistens im Normalfall auch schon an Nahrungsversorgung, ne, dieses Toast. Ne? Einfach wirklich einen Ofen, wo du halt ein bisschen was halt mitmachen kannst und anstellen kannst, ne, und dann ist es auch in Ordnung. Und das passt schon irgendwie im Normalfall. So, ansonsten können wir nochmal schauen, wie sieht es denn jetzt aus mit unserem Jetpack? Ist das mittlerweile voll? Ne, sind wir noch nicht voll. Das heißt, wir können. Ja, wir können hier einfach nochmal ein bisschen weitermachen, damit, dass wir hier einfach mal ein bisschen den Boden hier säubern und so weiter, ne? Okay. So, und vielleicht auch schon mal ein bisschen noch mit Schüssel arbeiten können. Ne? Wie gesagt, dass wir damit wir dort auch nochmal ein bisschen weiterkommen, ne? Lalalala. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass wir das hier vielleicht also als Art Vorgarten machen, ne? Vielleicht mit ganz viel Glas, zumindest vielleicht ein oder zwei davon in dieser Bauart mit Marble Brick und damit wir hier nochmal was nach hier drüben ziehen, damit das von außen ein bisschen besser aussieht, ne? Weil das hier irgendwie mit dem Berg, wenn man da von vorne drauf schaut, sieht das irgendwie ein bisschen blöd aus irgendwie. Ja, das gefällt mir persönlich noch nicht ganz so.
Wir können das ja mal. Können Sie ja mal einfach mal schauen. Und mal gucken, wie das funktioniert. Wir haben ja, glaube ich, auch. Da hatten wir uns ja ein bisschen vercraftet gehabt, ne? Mit diesen Pretty Clear Class, zum Beispiel von Ender.io. Können wir zum Beispiel einfach mal gucken, ob das, wie das aussieht damit. So, das heißt, wenn dann überhaupt, ne? Hätte ich gedacht, hier, so hier. So, dann guck mal, kannst du das hier so setzen. Ja, bestimmt. Ja. So, tschack. Ups. Ja, so soll es eigentlich nicht sein, ne? So, aber dass man hier zum Beispiel halt sagt, okay, gut, das hier ist die normale Größe von der Hütte. Ne? Dass man da hier einfach sagt, okay, gut, 1 zum Beispiel, ne? Einfach 1 nach oben zum Beispiel. Und jetzt würde es halt natürlich hier, jetzt müsste man hier natürlich sehen, dass man dann irgendwie doch nochmal in die Richtung kommt, ne? Aber so sieht das halt irgendwie ein bisschen abgeschnitten halt aus, ne? Das gefällt mir halt persönlich gerade noch nicht so besonders gut. Das ist noch nicht so schön. So, und dann weiß ich nicht, vielleicht so hier und dann so hier rein irgendwie, dann weiß ich auch noch nicht. Finden halt. Ja gut, wobei jetzt hier halt der Weg wäre, ne? Hier wäre halt der Weg, ne? Und das würde ich, weiß ich nicht, wenn, dann würde ich hier vielleicht entweder nochmal hier ein Stück in die Richtung gehen. Ja, aber das wäre eigentlich dann vom Ding her auch Blödsinn. Dann würde ich hier das hier auf jeden Fall ganz gerne vielleicht zumachen wollen, ne? Können wir uns ja gleich mal anschauen, wie das aussieht. Ne? Wenn wir da so mit einem. Achso, und was ich halt auf jeden Fall noch testen wollte, war ja. Ah, fuck man. Wie das mit diesem Quit Clear Class halt auf jeden Fall aussieht. Das wollte ich noch testen. Jetzt komme ich hier nicht auf. Hallo. Na? So, okay, gut. Und dann basteln wir das mal. Zack, zack. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oben dann halt noch eine Verglasung halt dafür ran. Ja, also ich denke, das kann man so auf jeden Fall lassen. Also das sieht auf jeden Fall wirklich gar nicht so schlecht aus. Das gefällt mir. So, zack. Lalalala. So, und wie das aussieht, das müssen wir hier gleich mal einfach mal beobachten und mal anschauen. Ne? So, das heißt, ich nehme mir jetzt nehme ich mir einfach mal das Chatpack raus, ne? Muss ja mittlerweile auch mal aufgefüllt sein. Ist auch mittlerweile auch aufgefüllt, ne? Und mir geht es halt einfach darum zu sehen, okay, gut, wir haben hier zum Beispiel, ne, also jetzt müsste ich hier nochmal um 1 nach oben. Mal darum, zack, 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 zack. So, und so würde es halt auch dann komplett aussehen schon, ne? So, dass man halt wirklich eine, oh, Mist. Ja, gerade ein bisschen was versetzt, ja, ja. Das merke ich schon, so, zack. Nochmal wegnehmen. Wie sieht das aus, um das zu lassen? Also ich finde, ich muss sagen, wenn man das jetzt wirklich noch ein bisschen, wenn man den Eingang noch mal ein bisschen in die Mitte macht von dem, ja, also von wirklich, wenn man den Eingang wirklich danach richtet hier, ja, also wir hätten ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Gut, da gibt es halt keine Möglichkeit. Oh, was ist das denn hier? Ja. Der will halt, ich glaube, der will Stress hier. Weißt du, das ist der will Stress, Alter. Der will Stress. Weg ist er, der Dude. Ja. Und hat er was gedroppt? Sieht nicht so aus, ne? Eigentlich ist er tot, oder? Der braucht hier gar nicht mehr rumzuzucken, der ist tot, Alter.
einfach ist es. Ja? Erstmal wieder ein bisschen Toast snacken. Problem ist halt bei dem, oh, ich bin fast tot jetzt. Mittlerweile. Problem ist bei dem, so wie wir es bauen wollen, könnte es halt nur eine Tür machen, ne? Das würde dann gut aussehen, aber man macht halt üblicherweise zwei Türen, ne? Und ich wollte jetzt eigentlich auch nicht nochmal um eins reingehen. Das heißt, wir müssen uns da eigentlich nochmal was einfallen lassen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, gut, wir. Also nicht, wir setzen eine hier einfach nochmal so als Deck dorthin mit. Also wenn wir das eine noch als Wand noch mit dazu setzen würden, ich meine grundsätzlich von der Front her würde das nicht wirklich viel auffallen, ne? Und wir könnten hier trotzdem noch was Schönes draus basteln, ne? So ziehen halt das halt wirklich um eins nach drüben noch. Ja, das wäre halt auch noch eine Möglichkeit, einfach nochmal um eins nach drüben zu ziehen, das Ganze hier. Einfach das hier nochmal abzureißen und dann sieht das doch auch ganz gut aus, denke ich. Okay. Brauchst hier halt irgendwie, wenn ich mich jetzt hier halt nicht verzählt habe, ne? Darauf kommt es halt auf jeden Fall an. Ja. So, ich bin eigentlich müssen wir Enderman noch jagen, aber ich denke, das machen wir dann einfach mal in der nächsten Folge. Dann gehe ich jetzt hier einfach mal, also das ist in der Nähe. Oha, eieiei, da habe ich ja schon gehabt, ja, dass er jetzt irgendwie hier in der Nähe ist. Ja, aber wirklich war wirklich hier viele mit dem Monster hier in der Nähe, oder? Alter. Die kommen halt überall her, die Zombies, ne? Umso wichtiger ist es halt, dass wir bei der Hütte nochmal ein bisschen vorankommen, ne? So, und ich gehe einfach mal pennen. Und ich beende auch hier einfach mal die Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.